liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Ich muss mich jetzt ein bisschen umgewöhnen, dass ich nicht auf GTA 5 gehe, sondern mit dem nächsten Teil. GTA 3 geht's heute los. So, ja, wir machen heute weiter. Mit unserem Freund Luigi. So, ich muss hier jetzt ein bisschen meditieren. Das Taxi. Aber ich werde keine Taxi-Mission machen, zumindest jetzt auch nicht. Sondern nur erstmal ein bisschen Hauptmission, liebe Leute. So, wir sind weiterhin im Grundbezirk zu Gast und machen heute weiter mit dem nächsten Teil. Misty und der Mafioso. On a combo. What am I gonna do? Hey, I gotta talk to you. All right, Mick, I'll talk to you later. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Ah, ja, mein Gott, du gehst mir immer so auf den Sack, Kollege. Immer diese Warnungen. So, jetzt gehen wir weiter. Hier sollte ein Auto, das habe ich doch schon gerade getan. Also. So, wir sollen jetzt hier abholen. Ich muss kurz sagen. Wow. Hier um die Ecke. Taxi ist da. You're walking regular for Luigi now, huh? It's about time you got a driver we can trust. So, fahr mit sie zu Joe. Die rennen aber auch wie alle wie Lebensmüll auf die Straße. Ja. Die Kamera sich nicht ändern. So. Ja, ich habe die Musik bewusst ausgemacht im letzten Part, weil ich ehrlich gesagt nicht die Lust habe. Cool. So, dann fahren wir hier lang. So, Trenton, da sind wir. Joey's Autopainting. Wir sollten in die Werkstatt. Joey! Am I gonna get to play with your big hands again? I'll be with you in a minute, Sparkplug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? So, die erste Mission. Ist das für uns oder ist das? Ich habe jetzt kein Telefon, oder? So, da vorne. Hier machen wir eine Hauptmission. Mike Lips, letzte Lasagne. Oh, Lasagne wird's geil. Hey, I'm bored. When you gonna drill me? In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lips Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? Yep. Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show.
But hurry up, he won't be eaten forever. Okay, es scheint wohl, wir sollen jemanden hochjagen. Ich brauche ein Auto. So, diese Mission hat ein Zeitlimit. Du musst sie beenden, bevor das Zeitlimit abgelaufen. Okay. Ja, da kann man sich schon. Ich hoffe, dass sie ziemlich großzügig gemessen ist. Scheint aber so. Wir haben noch 4 Minuten und irgendwas. Also die Zeit ja mitlaufen. Die erste Mission, mit der wir ein bisschen Druck haben. Weil wir ein Zeitlimit gesetzt bekommen haben. Oh, fahr! Oder lauf, wie auch immer. Der falschen Seite steht. So, wir sollen die Waage wieder vor dem Bistro parken. Das scharf machen, machen wir auf jeden Fall, als wenn wir dann da sind. Wieder parken davor. You can't drive. So, da kommt der Herr. Gerade wohl seine letzte Lasagne vertilgt hat. Kavabums. 10.000 haben wir schon bekommen. Na, warum nicht? War eine einfache Autobombe. So. Wir haben jetzt zwei Varianten zur Auswahl. Wir haben einmal Luigi und einmal Joey. Oh, und da wir jetzt gerade, glaube ich, mit Joey weiter angefangen haben, wenn wir da jetzt auch natürlich weitermachen. Ich weiß auch nicht, wie viele Missionen wir pro Folge machen werden. Am Anfang muss wahrscheinlich relativ viel sein. Können wir wahrscheinlich 2 bis 3 Missionen pro Folge machen. Müssen wir mal gucken. So, wir fangen an mit dem nächsten Teil. Adieu, Chunky Lee Chong. Chunky Lee Chong is pushing spank for some new gang from Colombia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out.
If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a 9. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's Triad territory. Ja, die Chinesen, wie gesagt, das kennen wir ja aus GTA 5. Also viel, klar, viele Parallelen haben wir. Wir sollen in erster Linie mal zur Ammunition. Wir müssen sowieso eine Waffe holen, diesmal nämlich kein Zeitlimit, das ist das Gute. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen mit Waffen eindecken. Wir haben 16.000, 16.500 auf der Habenseite. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall ein bisschen an Munition nehmen. So, hier wäre die Mission, aber wir wollen natürlich, wie gesagt, erstmal Mission, einfach ein paar Waffen holen. Das heißt, hier werden die Muslimwahlen sein. Und hier ist der Laden. Überall natürlich sind die Informationszeichen gesetzt. Joey told me to tool you up, so go around the back of the shop. I left you a 9 in the yard. Achso, wir sollen den Laden hier rum. Okay. Genau, wo dieses, Fragezeichen. Perfekte Ammunitionsladen, um meine Waffe zu kaufen. Aber der Kollege hat uns ja gesagt, er hat eine im Hof für uns. So. Lass die Waffe noch. I'm gonna get you. Kiss your ass goodbye. He's a nice guy. Eine kleine fette Prügelei, das hat sich gerade jetzt egal. So, wir können also loslegen mit der Mission. Mission, die fehlgeschlagen ist. Geil, wir haben keine Munition. Wir haben keine Waffen mehr. Hier so. Scheiße. Das war natürlich jetzt alles andere als ideal. Ja, das heißt, wir dürfen nochmal neu ran. Aber ich hole mir jetzt erstmal neue Waffen, neue Munition. Erstmal. Habe ich die Gesundheit, sowas gemeint. Gut. Dann müssen wir also nochmal ran. So, aber das würde ich sagen, machen wir dann im nächsten Part bei Let's Play GTA 5. GTA 3, Entschuldigung.